Ich bin Gloria und komme aus Hamburg. Ich möchte euch eine Story erzählen von Noah. Noah war ein glücklicher Mann mit einer glücklichen Familie und auf einmal hat Gott ihn zu ihm gesprochen und hat gesagt, er soll eine Arche bauen, weil die Menschen und die Welt kaputt sind und böse sind. Dann hat Noah eine Arche gebaut und dann hat nach ein paar Wochen hat die Erde immer noch nicht geflutet und er hat aber noch ein paar Tiere in die Arche gemacht, jeweils von den schmutzigen zwei Tiere und von den sauberen Tieren 7. Und dann hat Gott die Welt überfluten lassen und es hat 40 Tage und 40 Nächte überflutet. Und dann hat Noah einen Raben geschickt, um zu gucken, ob die Welt noch sauber ist oder ob die Flut zu Ende ist. Und die Flut war noch nicht zu Ende. Und der Rabe ist noch nicht zurückgekommen. Da hat Noah eine Taube geschickt und die Taube ist mit einem Olivenblatt zurückgekommen. Und ein Regenbogen ist erschienen und dieses Regenbogen bedeutet, dass Gott auf jeden Fall schon mal zur Welt kommen wird, aber dafür muss sich jeder bereiten. Amen.